Liebe Menschen 50 plus, herzlich willkommen bei 50 plus Fernsehen. Ich begrüße heute bei mir Top-Age-Model Renate Zott. Herzlich willkommen, Frau Zott. Vielen Dank. Frau Zott, Sie schreiben für Ihren Blog top-age-model.de, aber auch für das Nachrichtenportal bestzeitplus.de und haben dort schon mehrere Berichte über Sport, über Bewegung veröffentlicht. Sie wollen Menschen wie mich dazu animieren, sich sportlich zu betätigen. Ich hoffe, Sie tun es bereits. Erstmal müssen Sie mir erklären, warum ich das dann machen sollte. Ja, einfach um Körper, Geist und Seele fit zu halten. Sport trägt einen ganz wesentlichen Anteil dazu bei, dass man auch im Geist einfach fit bleibt. Und das versuche ich in meinem Blog auch zu zeigen mit vielen verschiedenen Trainings oder wie man heute Workouts auch dazu sagt. Und für mich persönlich ist es so, dass mir der Sport unglaublich gut tut. Jedes Mal, wenn ich vom Sport wiederkomme, fühle ich mich erfrischt und zwar auch im Geist. Es ist ja Sport sehr vielfältig. Also ich würde jetzt nicht boxen, ich würde nicht Fußball spielen, ich würde nicht Speer werfen, um andere nicht zu gefährden. Also für wen ist denn welcher Sport der richtige Sport? Nach meiner Meinung ist es so, dass man zunächst mal die gesundheitlichen Aspekte betrachten muss und sich am besten fachlichen Rat dazu holt, damit man Von zunächst wem? mal, Von wem hole ich mir den fachlichen Rat? also bei mir war es der Physiotherapeut nach meinem Bandscheibenvorfall. Ich habe bis dato auch wenig Sport gemacht. Nach dem Bandscheibenvorfall habe ich gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass mein Körper eine gewisse Fitness, Gesamtfitness hat. Und der hat mir gezeigt, welche Übungen für mich und meinen Rücken gut sind. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder gesundheitliche Belange hat. Man kann ja auch mit einem Personal Trainer arbeiten. Die sind ja auch kompetent, das zu entscheiden. Und dann finde ich noch eine ganz wichtige Komponente, den Spaß. Also mir muss es auch irgendwie immer Spaß machen beim Sport. Und da gibt es ja so viele Übungen und Trainings. Da ist die Auswahl so groß, dass man auf jeden Fall was findet, was einem Spaß macht. Also das habe ich jetzt alles verstanden, aber ich mache keinen Sport, weil ich mir sage, ich habe dafür gar keine Zeit. Ich habe tausend andere Sachen zu tun. Sie sind ja auch viel beschäftigt, deswegen bewundere ich das toll. Also bewundere ich das sehr, was Sie machen und finde das toll. Sie sind Bloggerin, Mutter, Ehefrau, Managerin im Unternehmen Ihres Mannes. Sie sind noch Botschafterin des Bundesverbandes. Also Ihr Tag ist gut ausgeführt und Sie machen noch Sport. Ich habe jetzt auch was zu tun und nutze dann eher die Freizeit, um mich hinzulegen und zu lesen und denke mir, hast keine Zeit, um irgendwas zu machen. Was würden Sie mir denn raten? Wie kriege ich diesen inneren Schweinehund besiegt? Den hatte ich auch immer, den Schweinehund. Ich habe auch immer gesagt, ich habe keine Zeit. Durch meinen Bandscheibenvorfall, durch dieses wahnsinnige Erlebnis in meinem Leben, habe ich gelernt, mir Sport einfach in meinen Kalender einzutragen. Also ich überrede mich damit, dass ich feste Termine habe und die sind genauso wichtig wie meine Geschäftstermine, weil es um meinen Körper geht und das ist auch eine gewisse Achtung, die man sich selbst gegenüber hat und deshalb dann auch bereit und in der Lage ist, auf seinen Körper zu achten, finde ich ganz wichtig. Und ich überrede mich eben so, dass es ganz feste Termine in meinem Kalender sind. Zum Teil kosten die ja auch Geld, weil ich bestimmte Sachen ja unter Aufsicht mache. Und so ist mein Weg, das regelmäßig in meinem Wochenprogramm zu haben. Also, Sie haben mich überzeugt. Ab heute geht's los. Gibt es denn eine Ich Übung, hoffe die wir es. jetzt hier gleich beide zusammen machen können? Selbstverständlich. Na, Kommen dann Sie mal gerne mit mir los. mit. So, Herr Müller, auf geht's. Aber nicht zu viel. Nein, eine ganz einfache Übung, die für den gesamten Körper und insbesondere auch für die Beinmuskulatur gut ist, die man auch neben dem Schreibtisch einfach machen kann, um sich mal kurz zu erfrischen. Das wäre einfach in die Knie gehen. So weit wie möglich runter und Arme nach vorne. So, genau. Bin ich schon umgefallen? Entschuldigung, ich stand so nah. Genau, und es knackt auch mal. Ja, und ich glaube, das ist für zwischendurch Und wie oft macht man ganz das? gut. 50 Mal. 50 Mal. 50 Mal, genau. Deswegen sind Sie auch Angehörige der Generation 50 plus. Jetzt weiß ich das. Ja. Okay, also dann mache ich das jetzt gleich 50 Mal und dann schauen wir mal. Gut, können wir ganz zusammen machen.
Vielen Dank, Frau Zott. Schön, dass Sie da waren und mich animiert haben, mich jetzt zu betätigen. Sehr gerne. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie bei uns, wir bleiben für Sie am Ball. Tschüss.